Herzlich willkommen zu neuem Vlog. Ich glaube, das wird der Silvester-Vlog. Es ist aber noch nicht Silvester, es ist noch zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, keine Ahnung. Ich nehme euch mal so die Tage ein bisschen mit. Elos ist hier, John kommt wieder nach Berlin, Willi kommt morgen nach Berlin. Mach so einen kleinen Vlog, aber jetzt nichts Ausführliches, auch von Silvester. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Silvester, wir haben einen Club gemietet, also eine Location gemietet, weil wir nicht ins 808 wollten oder sowas, weil da halt nicht so viele kommen können. Elos hat eine Mission. Wir haben gestern American Pie geguckt, Digga. Oh Gott, war das lustig, Junge. Wir haben die ganze Zeit Geheimtipps gegeben. Er ist jetzt in Berlin, ich wollte ihn gerade abholen vom Flughafen. Guck mal. Nein, nein, Bruv, musst du nicht machen. Aber danke trotzdem, ja. Wir gehen in ein Hotel und dann mach ich kurz eine weg und dann komme ich. Mann, und zeig mal. Ich schwöre, das geht nicht so schnell. Ihr wart heute joggen, ne? Stark. Ich war auch joggen übrigens. Danach war ich beim Friseur und jetzt gehen wir essen. Entspannt mit dem Dress, chillen und so. Aber nicht für ein Bier, zwei Joghurt, die anderen. Zweimal. Ungefähr zweimal. Zweimal nochmal zwei, ja? Gelernt. Ey, das will mir raus, bitte. Mann. Geht das jetzt kalt, ehrlich sehen. Ist er lengthy? Durch. Nein, Explosion. Ey, dass du hinten mit Kindern sitzt. Wir kaufen jetzt ein bisschen Getränke ein für Silvester. Ist das uncool, dass wir uns sowas holen müssen? Ich dachte immer so, meine Mutter so. Wir holen einfach jetzt so Konfetti und so. Das ist unsere erste Party, Mann. Wir haben einen Partyveranstalter dabei. Wir brauchen Lollis. Lollis auf Partys sind underrated. Wir müssen ein bisschen die Leute auch von der Stimmung abholen. Deswegen Kleinigkeiten. Das ist, glaube ich, der größte Einkauf, den ich je gesehen habe. Aber man sieht hier nur Energy, nur Cola, ne? Säfte. Ich hoffe, wir können alle versorgen. Viel mehr können wir auch nicht tragen, nicht carryen. Der goldene Schnatz wurde auch noch gekauft. Wer ihn fängt? Hat das Glück, ein Glas, ein Krug, ein Krug. Zu, in die Höhe zu heben. Wir schätzen gerade unsere Rechnung. 1,5 sag ich. 1,8 sagst du? 1,8. Ich sag 1,005. Wunderschön gebastelt, aber wir haben ein Problem. Da passt nicht alles rein. Ich hab gerade meine Chain abgeholt. Nein, 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 shit. Nein, nein, shit. Sorry. Ich lieb sie. Sie ist so hübsch. Daniel, was sagst du? Ah, Daniel ist übrigens da. Aufwärmen für morgen. Aufwärmen für morgen. Back at it. Ich bin wieder zocken. Eidos kommt gleich mit Dylan Mike und Musti noch. Hier ist das gute Niveau. Das sind alles so Jugendspieler, Ex-Hertha-Spieler und so. Kennen da viele. Und es ist hitzig hier. Deswegen macht es Bock, hier mitzuspielen. Es ist Division, Elite Division. Ey, das ist mich. Division Rivals. Eidos sagt, er will nicht spielen. Ich schwör, es ist mies ernst, Bruder. Eine Spiel für Freiburg, Hamburg. Bei mir kam gerade Rabonator. So, ich bin jetzt mit meinem Brate. Wir fahren kurz zu meiner Mama. Muss meine Familie noch sehen an Neujahr. Und danach müssen wir zur Location. Wir müssen vorbereiten, wir müssen Getränke reintragen und so einen Scheiß. Alles ganz schön wild, es ist jetzt 15.19 Uhr. In 7 Stunden ist Primetime. Gestern aufgewärmt, wie fandest du gestern Abend? Gut, gut, war lustig. Komm, wer da ist, Leute. Was also die letzten drei Tage schon. Ersten Eindrücke, zeig mal. Okay.
Sowas gefällt mir. Da wird jetzt ein Stück dekoriert. Guter Hut platziert. Wie sieht Elders aus mit dem Hut? Er hat Hutverbot, ne? Also man denkt, er feiert den 12. Geburtstag. Ja, wenn du so feierst, kann sein, dass du ein Mac-Menü bekommst. So sieht es aus, wenn man hier reinkommt. Wie versilvestert. Unsere erste Veranstaltung, Triple Drown, Part 1. Triple Drown, man, what's up, what's up? So Mädels, ihr seid auf Liste? Ja, Isabel. Isabel, dann lass mich mal ganz kurz nachschauen. Isabel plus 2, ne? Ja. Gut, Isabel. Aber wir haben noch einen dritten dabei, das ist ein Junge. Echt? Soll ich mal kurz reinkommen? Was geht? Ey, schönes neues Jahr, ey. Wenn was ist, du kannst die Mädels so gegen 5, 4 abholen. Na du? So, Digga, ich schwöre, wir haben so viele Leute, es ist unglaublich. Wir haben so gut vorbereitet, das ganze Ding. Das Parkett ist gelegt. Hier hinten ist so privat, da wenn die jetzt hier Pärchen... Eli, Freundin. Melle. Wenn wir Damen durchschicken, Tisch 1, dass die Bescheid wissen. Tisch 1, Tisch 2, Tisch 3, Tisch 4, Tisch 5. 3, ich habe für uns vorgesehen, dass wir 3, 4, 5 haben, dass das so unser Mainspot ist. Ey, wow, weißt genau du? Mitte so. Die Mitte ZM. Und der Rest wird immer aufgeteilt. Okay. Quote für Elderfeld, ganz wichtig. Sag's. Quote für, er soll seine Quote selber sagen. Oder ich sag mal kurz, auf Ernst, ich schwöre, nochmal, Dankeschön. Ich freue mich einfach nur, dass wir einen geilen Abend haben. Gut. Ja, Ernst. Aber natürlich will ich... Die Haare waschen macht jetzt ganz viel, das bedeutet uns gar nichts. Nur der Team. Das reicht schon. Alle fragen mich, ob ich eine leere Flasche habe für die Raketen. Bring raus, komm! Echsen, Echsen! 0 Uhr 10. Frohes neues Jahr auf diesem Kanal. Lasst ein Abo da, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, abonniert uns alle drei. Happy New Year! Alle drei abonnieren, supportet uns weiterhin, ihr seid die Besten. Nein! Ja. Happy New Year! Ja. Ich habe einen Sitz. Send me the look at a top baby. Tell the Ehrenfrau. Die Flanke. Wie lädt Sports auf die Rübe? Digga, ich bin hacke dich, ich komm hier runter. Die labern mich voll mit irgendwas. Wie lädt Sports? Ich hab früher mit links außen gespielt und da haben wir 12 Folgen Flanken gemacht. Delay Sports Call, der erste Delay Sports Call hier in dem neuen Jahr. Digga, okay. Sei mal jetzt ehrlich, dass du noch keine 20 Tore hast, ist ein schlechter. Bodenlos. Du bist der Beste. Nein, aber du versuchst immer 74 Hacken. Jungs, es ist neun Jahre. Digga, ich lauf raus, ich sehe die beiden hier so hier. Let's get it. Hop on the 16 passenger with you. Hey, what's up, Masti? What's up, Masti? Hello, guys. We are from now Berlin. Yeah. To Berlin, bro. To celebrate.
Bro, we celebrate Sydney. Sylvester. Really, bro. They're our bros. Like, so much, so much appreciate, bro. Yeah, yeah, so much. No one can do this like Elias and Sydney. This, this is unbelievable. How do you like it so far, Musti? I say the people are really, really cool. The music are really cool. The DJ, DJ is bro, so we much. Got the, we got so the rhythm, bro. Hey, like, what about you, assholes? We ain't capping, bro. Like, it's like, yeah. Damn. It's like happy new year, bro. Like, we got the chain on, bro. Like, it's a whole other vibe, you know what I'm saying? Yeah, we got the chain on, baddies. You know, shit, we popping them baddies. The gang shit, bro. Nein, das ist ein Haus, DJ. Damn! Ich bin nicht besoffen. Nein, ich meine, ey, das ist so besoffen, dass er ganz einfach so ist. Er neues und den dreht und deswegen bin ich gerade draußen mit ihm. Mir geht's gut, das war wo. Mir geht's gut. Also hier, hier abgeschlossen, hier befindet sich ein wildes Eldos mit einer Dame seit 10 Minuten. Ja! Hey, hey! As Studio Celebrate, you got me in Ronda, appreciate it, no care. En içimdeki seni. I'm a good dance. Yeah. I'm a good dance. Yeah, yeah. Yeah. Erzähl mir alles. Guck, es war Toilette war bei ihm. No. Ach, was? Ja, Toilette hat sie? Ja. Da wo wir waren? Guck rein. Jesse, komm rein. Hey. That's my boy. Der war Pro. That's my boy. Zu gestern. Ich fand gestern sehr gelungener Abend. Alle waren zufrieden, alle hatten einen geilen Abend. Und wir haben eigentlich. Der ist Walking W, und zwar Eldos. Also, Eldos hat gut performt. Es gab sogar einen taktischen Eldos. Ja, das erste Mal. Es war so, ich war mit Omi zusammen mit ihm auf Toilette. Weil ich hatte das erste Mal taktischen. Ist gut aber, ne? War gut, aber war wirklich richtig geiler Abend. Und der Mann hat geackert. Der hat W-Kind. Ich denke, du hast Zelle gekillt. Ich hab Eldos Lutsche gegeben, damit er den an die Mädchen verteilt, dass er sympathisch ist. Ich habe ihm immer Lutsche gegeben und gesagt, los Eldos, geh los. Okay. Ich hab immer gesehen, wie er so lutscht. Bist du Lulli? Auf jeden Fall wurde am Ende auch das Tor erzielt. Musti und Sohn nicht. Musti bei dir? Egal. Warum? Haben wir keine Frauen? Aber locker, das stimmt nicht, wa? Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ging jetzt ein paar Tage so, ich habe immer so ein bisschen gefilmt. Ich habe auch nicht viel dort gefilmt, obwohl ich weiß gar nicht, was Cora gemacht hat. Werden wir auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Frohes neues Jahr an alle. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karte auf und was willst du mich drehen? Mit den Regeln kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah!